Wenn ein großes Unternehmen von einem anderen übernommen wird, dann prüft die Bundeskartellbehörde, ob diese Übernahme den Markt und damit den Wettbewerb verzerrt. Fast immer ist das eine Routineangelegenheit. In dem Fall, über den wir jetzt berichten, aber nicht. Besonders bemerkenswert, es geht nicht etwa um eine milliardenschwere Baufirma oder um eine Bank, sondern um ein kleines Privatspital. Dieser Fall geht jetzt in die zweite Instanz, also vor das Kartellgericht. Warum? Das hat Ulla Kramer-Schmidt recherchiert. Ein Privatspital in Wien und große Wirkung. Der private Krankenhausbetreiber Premica Med, eine Tochter der Unica, will sich an diesem Haus beteiligen. Das beeinspruchte nun die Bundeswettbewerbsbehörde und reichte den Fall in die zweite Instanz weiter, zum Kartellgericht. Es werden massive wettbewerbsrechtliche Bedenken angemeldet. Denn schon jetzt hält die Unica-Tochter bundesweit ordentlich Anteile an privaten Gesundheitseinrichtungen. Die Unica-Versicherung wieder ist Österreichs führender Anbieter von privaten Krankenzusatzversicherungen. Bundesweit sind ungefähr 50%, das heißt die Hälfte der Versicherungsverträge im Bereich der Krankenversicherung, Verträge mit der Unica. Das ist ein extrem hoher Anteil. Und damit haben die natürlich eine marktbeherrschende Rolle. Besonders krass ist die Situation jetzt in Wien, weil nicht nur die Versicherungsverträge, sondern auch die Privatkrankenanstalten im Eigentum dieser Versicherung sind. Sagt die Ärztekammer, die ebenso wie die Konkurrenz Einspruch eingelegt hat. Die marktbeherrschende Stellung der Unica drohe, die Prämien für Zusatzversicherungen in die Höhe zu treiben. Und Ärzte hätten bei der Wahl eines Arbeitgebers wenig Ausweichmöglichkeiten. Die Unica will den Sachverhalt vor der Kamera nicht kommentieren und hält in einer schriftlichen Stellungnahme fest: Wir haben den Zusammenschluss bei der Bundeswettbewerbsbehörde angemeldet. Das vertiefte Verfahren ist ein üblicher Verfahrensschritt. Da wir uns in einem laufenden Verfahren befinden, können wir dazu inhaltlich derzeit keine weitere Stellungnahme abgeben. Von einem, wie die Unica sagt, üblichen Verfahrensschritt in Richtung Kartellgericht kann freilich keine Rede sein. Im Vorjahr behandelte die Bundeswettbewerbsbehörde 322 Unternehmenszusammenschlüsse. 319 davon, das sind immerhin 99%, wurden anstandslos durchgewinkt. In zwei Fällen wurden die Anträge zurückgezogen, in einem Fall Auflagen erteilt. Beim Kartellgericht schlug im Vorjahr kein Unternehmenszusammenschluss auf, was den Fall Unica also besonders macht. Ulla Kramer-Schmidt hat berichtet. Und